Der Kirchhörder SC empfängt die DJK Wattenscheid zum vierten Spieltag der Landesliga. Der KSC ist aktuell ungeschlagener Tabellenführer, hat in 3 Spielen erst einen Gegentreffer kassiert. Die Gäste aus Wattenscheid mit einem durchwachsenen Start. 4 Punkte aus 3 Spielen. Der KSC in Weiß und Rot, die DJK Wattenscheid in Grün von rechts nach links. Erste Möglichkeit Kopfball, Kamil Kokoschka. Der KSC mit Mehmet Şahin. Der Ball wird abgefälscht, dann der Kopfball von Michael Sievers in die Füße von Simon Rudnick. Und der ist komplett alleine gelassen und macht das 1:0 für den KSC. Simon Rudnick hat A-Junioren Bundesliga gespielt mit dem VfL Bochum. Neu gekommen vor der Saison vom TuS Ennepetal aus der Oberliga Westfalen. Und hier zeigt er einmal seine ganze Klasse. Gute Ballannahme, dann der kurze Blick, der Schlenzer ins Tor. Die DJK Wattenscheid mit Kamil Kokoschka auf der anderen Seite gegen Florian Ernst, der da richtig gut pariert. Der KSC in der ersten Hälfte die etwas bessere Mannschaft, logischerweise als ungeschlagener Tabellenführer auch selbstbewusster. Simon Rudnick legt den Ball auf für Mehmet Şahin und der scheitert an Jarek Matera, der da klasse rauskommt. Wir schreiben die 45. Spielminute. Das ist der Antritt von Philippe Daniel Changuin Toko. Der Fehler von Matthias Kaiser. Und dann ist er komplett alleine vor Jarek Matera. Und versenkt den Ball im Tor. 2:0 für den KSC. Philippe Daniel Changuin Toko aus der eigenen Jugend. 19 Jahre jung. Mit dem 2:0. Tolles Tor. Allerdings auch ein katastrophaler Rückpass von Matthias Kaiser. Und dann muss sich Jarek Matera zum zweiten Mal am heutigen Nachmittag geschlagen geben. Zur Pause die beruhigende 2:0-Führung für den KSC. Das sieht gut aus, aber dann die Antwort. Die DJK Wattenscheid mit dem Anschlusstreffer, 64. Minute. Freistoß an den Pfosten und dann Leonid Basilin mit dem Anschlusstreffer. Toll getretener Freistoß, da war keiner mehr dran. Der geht genau an den Pfosten. Florian Ernst hat da wenig Möglichkeiten, den Ball zu halten. Es passiert wenig im zweiten Spielabschnitt, wenig Möglichkeiten. Wir schreiben schon die 87. Minute, dann diese Szene. Und der Pfiff, klare Entscheidung, 11 Meter. Und die gelb-rote Karte für Philipp Krämer, der Mann mit der Nummer 4. Wir sehen aber gleich nochmal in der Zeitlupe. Für meine Begriffe fault da allerdings die Nummer 24, Simon Bank. Der bleibt ungestraft. Anschließend der Elfmeter und Kamil Kokoschka verwandelt ihn zum Ausgleich. Hat A-Junioren Bundesliga gespielt bei der SG Wattenscheid 09. Letzte Saison bereits 16 Tore, 5 Assists für die DJK. Und hier macht er den so wichtigen Ausgleich kurz vor dem Spielende und das war auch der Schlusspunkt. Am Ende ein 2:2. Der KSC bleibt weiterhin Tabellenführer mit 10 Punkten aus 4 Spielen. Die Gäste aus Wattenscheid rutschen ab auf Platz 12. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, schenkt uns einen Like und kommentiert dieses Video. Um kein Video mehr zu verpassen, abonniert unseren Kanal oder ladet euch einfach die KickTV-App herunter. Vielen Dank fürs Zuschauen.